Scheiße, was ist passiert? Oh, mein Bein. Oh, die Front hat schon angegriffen. Ich muss weiter. Was zum... Habe ich was am Kopf bekommen? Scheiße. Egal. Ich muss weiter. Jo Leute, willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin Akadi Chris und heute geht es um Battlefield 5. Einige Jahre danach, nach Battlefield 1 Geschehnissen, sind wir nun jetzt auch im Zweiten Weltkrieg angekommen. Der neue Ableger von DICE und EA spielt jetzt im Zweiten Weltkrieg Setting und bietet uns viel mehr Möglichkeiten, die wir in Battlefield 1 nicht zu Gesicht bekommen haben. Sei es Waffenaufsätze oder neue Unlock-Systeme, präsentierte DICE und EA uns in Battlefield 5. Abwechslungsreiche Karten, neue Fraktionen, neue Waffen, neue Fahrzeuge und vieles mehr, wie auch die V1-Rakete, sind nun im Spiel implementiert worden und kann man nun jetzt auch freischalten und benutzen. Nicht nur neuere Sachen sind mit dabei, sondern auch ältere Sachen wurden abgeschafft, wie der Premium Pass, den wir bereits kannten aus Battlefield 4, Battlefield 3, Battlefield Hardline und Battlefield 1, gibt es nun hier nicht mehr. DICE und EA entschieden sich für eine neue, komplette andere Richtung, und zwar Richtung Live-Service, so wie auch Call of Duties vorgemacht haben. Das bedeutet, für alle Leute da draußen, die ganze Community, können nun neue Karten, Waffen, Gadgets und vieles mehr komplett kostenlos und frei und legitim bekommen. Damit wurde ein sehr großes Problem behoben in der Community, und zwar die Zwangsaufteilung. Somit war es in den älteren Battlefield-Teilen nicht möglich, die komplette Community frei zu entscheiden, ob sie jetzt beispielsweise den neuen Content spielen möchten oder nicht. So wurde man indirekt verleiht, Battlefield Premium zu besitzen, um den neuen Content auszuprobieren und ergiebig zu spielen. Für die Leute, die sich damals nicht Premium gekauft haben, konnten damit auch nur die Standardversion von den Battlefield jeweiligen Spielen spielen, und wenn man den neuen Content spielen wollte, müsste man sich den zusätzlichen Premium Pass holen, und das gibt es in Battlefield 5 nicht mehr. Battlefield 5 setzt komplett auf Live-Service, was ein sehr großartiger Schritt ist für die Battlefield-Reihe und auch natürlich für den ganzen Content und für die Community, die das Spiel am Leben erhalten. Der Start von Battlefield 5 beginnte mit dem Reveal-Trailer, der veröffentlicht wurde, live gestreamt von DICE und EA, und der kam gar nicht gut an. Erwartet wurde viel von DICE und EA, vor allem nach dem erfolgreichen Trailer und erfolgreichen Spiel von Battlefield 1, erwarteten die Fans jetzt einen sehr actionreichen Teamplay-Shooter im WW2-Setting in Battlefield Art. Veröffentlicht wurde dann ein Trailer, wo komplett auf Kosmetik gesetzt hat und nicht auf das Hauptgameplay, wo eigentlich das Wichtigste wäre für die Community. Das Ergebnis von dem Trailer war dann eine sehr stinkige Community, die komplett das Spiel gehatet hat, was das Spiel sehr stark geschadet hat. Nicht nur das Spiel wurde hauptsächlich geschadet, sondern EAs Hoffnung darauf, das Spiel so gut wie möglich zu vermarkten, um so viel Profit zu bekommen wie möglich. Einige Monate nach Release-Verkauf von Battlefield 5 wurde EA auf jeden Fall schon misstrauisch, was der Erfolg von Battlefield 5 angeht. Somit haben sie die ersten Statistiken aufgenommen und gesehen, dass es nicht den Erfolg bekommen hat, wo DICE und EA sich erhofft hatten mit Battlefield 5. Das merkte man am meisten an dem kommenden Content-Nachschub, das eigentlich geplant wurde nach dem Release von Battlefield 5. Mehrere Monate mussten die Community auf neuen Content warten, um dann nach monatlichen Warten endlich eine neue Karte zu bekommen. Sichtlich enttäuscht von der Community wurde EA auch aufmerksam gemacht, dass natürlich das Spiel so gut wie möglich schon tot ist, obwohl das Spiel erst gestartet hat. Aber dann, nach einem halben Jahr Wartezeit nach Content, kam dann der neue Battle Royale Modus, aka Firestorm, ins Spiel. Firestorm war extrem erfolgreich, zumindest anfangs, weil DICE damit geworben hat, dass man Firestorm nur spielen konnte, wenn man Battlefield 5 besitzte. Somit ist es ein sehr großes Problem gegenüber dem neuen Ableger von Call of Duty Warzone, weil der ist kostenlos verfügbar. Somit wurde auch Battlefield 5 etwas länger als 2 bis 4 Monate gespielt. Firestorm verbringte dann die restliche Zeit in Unaufmerksamkeit und wurde immer und immer wieder mehr runtergeschraubt, und der Hype ging verloren. DICE und EA versuchten, den Hype wieder zurückzubekommen für Firestorm, und brachten ein Content-Update für Firestorm der Karte und hinzufügten große und kleinere neue Areale, um sie neu zu entdecken. Firestorm bekommte trotz dem neuen Update kaum neues Interesse und ging auch sehr schnell wieder dead. Somit war das Firestorm
Firestorm-Projekt für Dice in the Air Geschichte. Nun geht es weiter dann wieder mit der Durchstrecke mit Battlefield 5, mit dem Hauptcontent für das Spiel, und lange Zeit kam gar nichts. Somit kam immer wieder mal eine Karte, dann wieder mal zwei Karten und dann wieder ein paar Waffen-Updates, aber im Großen und Ganzen war das auf jeden Fall weniger, als es mit dem Premium davor war. Aber dann versuchte Dice in the Air den dritten Versuch mit Battlefield 5 den Hype wieder zurückzubekommen und veröffentlichten einen Trailer namens Pacific War. Mit drei neuen Karten, Waffen, Fahrzeuge und Gadget wurde das neue Kapitel Pacific War angekündigt und veröffentlicht. Die Maps waren sehr schön anzusehen, abwechslungsreich und natürlich auch die Fahrzeuge und Gadgets waren sehr prima, somit kam auch eine Stoßlanze dazu, die extrem viel Spaß gemacht hat. Damit war Battlefield 5 wieder auf Kurs und man dachte, Battlefield 5 kann jetzt nur noch besser werden. Nachdem Battlefield 5 wieder Fahrt aufgenommen hat, wurde verkündet, dass EA Battlefield 5 Content ab sofort untersagt und einstellt. Somit wurde auch das andere externe Spiel Star Wars Battlefront 2 auch abgesagt, um das nächste Battlefield im Jahre 2021 zu entwickeln. Als kleines Trostpflaster bietete DICE an, dass im Juni oder Juli ein neues kleines Update rauskommt mit zwei neuen Karten, paar neue Waffen und Fahrzeuge, die die Community als Entschuldigung annehmen sollte. Somit wurde Battlefield 5 vorzeitig abgesagt und beendet und hat dafür gesorgt, dass Battlefield 5 eine sehr große Enttäuschung war für die Battlefield-Gemeinschaft, für die Veteranenspieler da draußen, und die haben dadurch halt sehr großen Image-Schaden genommen. Somit ist jetzt die Hoffnung groß, dass das nächste Battlefield 2021 ein Erfolg wird. Sollte das kein großer Erfolg werden, wird die Battlefield 5-Gemeinschaft sehr lange Zeit sich zurückziehen, was DICE und EA anbetrifft. Fazit: Halten wir fest, Battlefield 5 war nicht das, was die Community erst sicher erhofft hatte, kaum neuer Content-Nachschub bekommen, ein schlechter Battle Royale Modus veröffentlicht und auch natürlich das Spiel vorzeitig beendet, hat die Community aufgeregt und enttäuscht. Aber nicht alles an Battlefield 5 war schlecht, sondern die Atmosphäre war Bombe, die Grafik war wieder Bombe, die Karten waren ebenfalls abwechslungsreich und haben Spaß gemacht. Und natürlich der neue Firestorm Battle Royale Modus wurde zum ersten Mal ausprobiert im Battlefield 5 Franchise. Somit ist große Hoffnung zu erwarten, dass in Battlefield 2021 oder vielleicht im Jahr 2022 ein neuer Battle Royale Modus veröffentlicht wird. Vielleicht diesmal in Modern Warfare Setting sowie wie Call of Duty Warzone. Ebenfalls gab es zum ersten Mal in Battlefield 5 der Live Service Programm. Wurde die Community nicht mehr zwangsaufgeteilt und jeder konnte den Content spielen, wo veröffentlicht wurde. Somit bleibt EA und ist nur noch eine Wahl, und zwar abzuliefern am Ende des Jahres 2021, spätestens im Herbst, im Frühjahr 2021 dieses Jahr, werden wir die ersten Teaser und Trailer bekommen zum nächsten Battlefield, und ich hoffe für EA und DICE, dass sie jetzt daraus gelernt haben, was Trailers angeht, weil Trailers sind das Wichtigste an der Promotion von den neuen Battlefield-Teilen. Wenn die nicht stimmen, hat dann natürlich die Community und die Käufer einen schlechten Eindruck vom Spiel, und das bedeutet, in dem Fall muss es gut abgeliefert werden, gut zusammengeschnitten werden mit guten Sounds, sodass man sich auf was freuen kann. Leute, lasst mich gerne eure Meinung wissen unter dieses Video. Wie fandet ihr Battlefield 5 im kompletten Paket? Sagt ihr, Battlefield 5 hat mir Spaß gemacht und trotz den ganzen Problemen zocke ich es immer noch? Oder sagt ihr, seit den ganzen großen Problemen zocke ich Battlefield 5 nicht mehr und habe es auch deinstalliert oder verkauft? Lasst mich das gerne in den Kommentaren wissen. Ansonsten checkt doch noch beim Outro links die Videos ab, die ihr vielleicht noch nicht gesehen habt. Zusätzlich habe ich da auch Videos hochgeladen wie Battlefield 1, habe meine Meinung dort abgegeben, ebenfalls bei Battlefield Hardline und Battlefield 3. Schaut gerne auf meinem Kanal vorbei und bei diesen Videos und lasst dort Liebe da. Ansonsten bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns in den nächsten Videos. Bleibt gesund, meine Freunde. Haut rein. Ciao.